Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Wir begeben uns nochmal nach unten. Dann gleich wieder nach oben und gucken, ob wir zu Grimm kommen. Dem alten Seebären. Der hat es ja zumindest schon mal geschafft zu entkommen. Das heißt, wir haben endlich mal wieder ein freundliches Gesicht hier auf der Insel. Hep. Runter. Mitnehmen. Ist voll. Okay. War für die Schrotflinte. Hier war ja sonst, glaube ich, nichts außer dem einen kleinen Secret. Ja, gleich. Lass mich doch mal hier noch erkunden und aufsteigen und so. Moment, da einmal drauf, dann kann ich auch weiter, wie mir scheint. Jep. Hangel, hangel, hangel. So, noch mehr Frachtgut. Und noch weiter. Oh, nächste Upgrade Richtung Gewehr schon. Gut. So. Da nochmal dran. Ich glaube, das gibt echt auch nur XP, das Zeug da. Hm, bringt tatsächlich was. Neuer Abschnitt und ein wenig Munition. Wo führt uns das denn hin? Da ist noch was versteckt oder halt irgendein Relikt, irgendwas. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Hm, schön. Ja. Sieht ganz ansprechend aus. Hast dir wahrscheinlich um den Hals gehangen und dann kamen die ersten Taschendiebe. Sonst noch was Schönes hier hinten? Da könnten wir noch hochgehen. Ich glaube, das war ja ein relativ optionales Gebiet, aber na, doch nicht. Oder? Ich weiß es gar nicht. Öffne dich. Danke. Ah, Geocachen. Was der da wohl gemacht hat? Mit Geocachen einfach in eine Falle gelaufen. Ist ja auch nicht so schön. Muni. XP-Kiste. Die Outsiderin ist hier. Warnt die anderen. Nein. Autsch. Das hat Schweineweh getan. Danke fürs Sterben. Oh, noch einer. Schrotflinte? Schrotflinte. Und Schiss. Hm. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Ich glaube nicht. Ah, wir können hier aber hochklettern. Bringt das denn was Schönes? Da sind diese Frachtkräne, wo wir hin müssen. Wären noch ein paar Pfeile da und wir können darüber rutschen. Dann rutschen wir mal darüber. Oh, hallo. Ein paar ausgeschaltet. Ja, auf die Entfernung bringt das hier nichts. Brennen.
und brenn. Kleine Taschenlampe. So, einfach hier beim Plündern stören. Mag ich ja gar nicht sowas. Hep, das wird knapp. Hat aber funktioniert. Ups. Mensch, ich muss nachladen. Wie sie schön synchron hier umgedreht haben oder getroffen wurden. Da glaube ich doch nicht so optional die Ecke da, wie wir jetzt gegangen sind. War glaube ich nur ein alternativer Weg oder der einzige Weg. Keine Ahnung. Jawohl, jetzt haben wir genug wieder zum Modifizieren. Grab in der Nähe, das könnten wir doch ja noch schnell machen, oder? So lange geht die Folge ja noch nicht. Ich schätze mal, dass das da oben dann ist. Jep, das sieht gut aus. Hier noch was Schönes? Ne. Eher weniger. Gut, dann schauen wir hier mal nach. Okay, wir können hier öffnen. Schön. Da haben wir noch XP drin. Da hinten ist noch ein Geocache oder irgendwas. Nehme ich mal mit. Geht denn hier in Geocachen? Den haben wir ja schon geplündert. Hier wieder die Sache mit dem Feuer. Das ist aber auch... Also normalerweise hat es doch keine solche Probleme gemacht. Oder war es wirklich hier die Feuer mit der Reichweite oder Sichtweite gerade in Kombination? Ich dachte, die können wir auch abfackeln. Vielleicht muss ich dann das irgendwie anders regeln. Von unten vielleicht, oder? Nee. Ach, da sind Löcher, wo wir dann wahrscheinlich durchschießen können. Kann das sein? Genau da wäre ein Loch. Kann ich das dann von hier unten treffen? Habe ich dann echt durch Zufall gerade durch das Loch geschossen? Das wäre ja echt ein Zufall, ein großer. Ah, da könnte ich aber jetzt, warte mal, da durchballern. Damit habe ich dann den getroffen, jawohl. Und dann fallen die runter. Gut, dann muss ich gucken, dass ich darüber irgendwie komme. Und, ja, das mal erwische. Das nächste Löchlein. Moment, jetzt mal die beiden. Eins. Und zwei. So, fehlt noch der unten. Könnte ich von hier aus treffen, glaube ich. Yep. So, plündern. Meins, meins, meins und meins. Das war's aber noch nicht, oder? Moment. Nochmal hoch, bitte.
Da ist ja noch mal so ein Tuch. Ach, du kannst nicht schießen, während du da balancierst. Na, ich glaube ja nicht, dass das jetzt so viel bringt, das hier zum Brennen zu bringen. Hier geht's wieder raus. Wo geht's in das Grab rein? Sag mal. Hier unten vielleicht. Da geht's auch raus. Da waren wir ja schon. Gerade mal Überlebensinstinkt reinhauen. Da können wir auch nichts machen vorerst. Ich glaube, dann ist das gar nicht das Grab, sondern wir müssen noch woanders hin. Da vielleicht. Okay, jetzt haben wir hier was freigeschaltet. Wir hängen hier rum. Gut, können vielleicht hier außen rumklettern. Ja, das sieht gut aus. Dann gehen wir da mal nach oben. Ah, sehr schnell brechen aber echt die Frames gerade ziemlich weg. Da ist das Grab wohl. Haben wir denn irgendwo ein Dings, wo wir jetzt dran schießen können? Vielleicht von hier aus? Nö, erstmal nicht. Aber ich glaube, wir können auch einfach da runterspringen. Neues Lager entdeckt. Okay. Hui. Ja, passt. Bist gut gelandet, Lara. So, hier haben wir noch ein paar Leichen. Zeug. Das Lager vor der Grabkammer. Na gut. Wir machen hier mal noch den letzten. So, letztes Upgrade. Und ab hier rein. Mal gucken, was uns hier für ein Rätsel erwartet. Leichen, die da rumliegen. Ansonsten noch relativ ruhig. Uah. Gut, das hätte böse ausgehen können. Vor allem bei den Sichtverhältnissen. Dann hangeln wir uns mal hier entlang. Hallo Schädel. Wie geht es euch? Hm, plündern. Können wir einmal hier rüber? Halt dich da bitte dran fest, Lara. Auf ein neues. Ich glaube, das war das Problem, also das Rätsel bei dem Lager hier, dass man halt die ganze Zeit in der Dunkelheit manövrieren muss. So, ab nach oben. Dann hier rüber. Nochmal nach oben. Und wir versuchen es einfach auf ein neues, beziehungsweise wir gehen einfach mal den anderen Weg hier. Schauen wir mal, wo der uns hinbringt. Hat ja ein bisschen was von der Schandstadt aus Dark Souls. Wenn man sich mal hier umschaut. Ich hoffe, wir uns kommen dann auch nicht solche Viecher noch in die Quere.
Na genau, quetsch dich mal dadurch. Und wir haben das Grab. So eine Art Werkstatt. Gefunden. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Was haben wir denn hier? Was zum Werfen. Dann tun wir dich mal dahin. Ich glaube, ich erinnere mich auch dunkel dran. Au. Immerhin eins weiteres. Ah, okay. Ihr brennt doch, oder? Nicht so wirklich. Hier könnten wir halt mit dem Seilpfeil dran gehen. Von hier aus, dann könnten wir das nämlich eventuell runterkicken. Yep, sehr schön. Ich glaube, wir brauchen dann Gegengewicht. Genau, die müssen wir dann alle da reinschmeißen. Dann haben wir ein wunderschönes Gegengewicht. Dass wir dann hochgehoben werden und da können wir dann an die Wand springen, schätze ich. Und dann von da aus weiterklettern. Zumindest habe ich das so noch in Erinnerung oder stelle es mir... Ja, ich glaube, dass es so irgendwie war. Eins, zwei, drei. Da wäre noch was. Wie kommt man da am besten hin? Da drauf wahrscheinlich nicht. Nee. Reicht das schon, dass wir da drauf springen können? Die? Ja, noch nicht ganz. Hep, eh. Ah gut, dann kommen wir da zumindest schon mal dran. Aber ich glaube, das war nur, um hier das Ding zu holen. Obwohl, ne, wir kommen hier weiter. All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Gut, dann hat das doch gereicht. Brauchen wir den gar nicht mehr. Na dann, schauen wir mal rein. Hier ordentlich plündern. Und wir haben eine Menge XP gekriegt, neue Waffenteile und halt Belohnung hier für die Geocaches überall. Gut, und da können wir jetzt einfach wieder zurück. Finde ich nett, wenn wir das überleben. Jawohl. Hui, und wieder rutschen. Sehr gut, jetzt sind wir wieder hier unten. Praktisch, praktisch. Weiß nicht, was das bringt, wenn wir den Dings hier noch runtergeschossen hätten. Hätte das überhaupt irgendwas gebracht? Keine Ahnung. Hm. So, dann würde ich sagen, wir rüsten noch mal kurz auf. So, da haben wir alles, da haben wir alles. Schrotflinte. Wolle Drossel. Ja, hauen wir mal die Drossel rein. Man muss ja auch immer an die Vögel denken. Und dann würde ich mal sagen, das wär's für die Folge gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.